Hallo und herzlich willkommen zur Folge 81 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir stehen vorm guten alten Sumpflager, haben in der letzten Folge einen kleinen Exkurs vorgenommen in Teile des Orkgebiets und haben da ein bisschen Bluthunde und Wegelagerer verprügelt. Jetzt sind wir wieder hier und können von unserem schönen Ausflug mit Baal Lucor berichten. Lester scheint es nicht zu interessieren, Baal Namib auch nicht. Das heißt, einzig und allein Cor Angar ist hierfür verantwortlich. Oder was heißt verantwortlich nicht? Das klingt komisch. Der ist der Einzige, den das hier interessiert. Sonst haben wir nur Novizen. Wir haben ja auch im Prinzip alles bis auf wenige unerreichbare Truhen geplündert. Und ich wiederhole mal meine Angst, die ich schon vor einigen Folgen immer mal wieder so ein bisschen formuliert habe, dass dann irgendwie jetzt, wo wir alles erkundet haben, das Spiel so ein bisschen durchflutscht und dann ist es quasi zack, 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 zack und wieder vorbei. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht wird es ja noch richtig super und umfangreich und was weiß Hey ich. du. So, Chef, haben wir ein kleines Malheur. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Baal Lucor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Ich höre nicht, Aber was das da warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Baal Lucor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Baal Lucor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ach was. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Baal Lucor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Ich höre mit der Liebe raus. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Wenn du die Heilkräuter hast, geh zu Cain. Er wird dir einen Heiltrank daraus brauen können. Und bitte beeile dich. Ja, alles gut. Ich schätze mal, die stärksten Heilkräuter haben wir schon längst dabei, also direkt zu Korkaloms Lehrling. Ja. Die Tragik des Iberion. Da züchtet er hier so einen riesen Wahn hoch und ist selbst eigentlich gar nicht so bescheuert. Der ist schon bescheuert, aber nicht so bescheuert. Der Cor Kalom ist da ja eher ein viel größerer Hardliner, ne? Das muss man ja mal gesagt haben. Apropos, der Chef ist gar nicht da. Hey du. Ich brauche deine Hilfe. Verdammt, ich hab's überklickt. Iberion liegt im Sterben und benötigt einen Heiltrank, damit wir ihn retten können. Ich habe diese Heilkräuter gesammelt, damit du ihm daraus einen Heiltrank brauen kannst. Gut, warte einen Moment. So, hier ist der Trank. Beeil dich besser. Ich glaube, der Abschnitt hier, der ist, der mit Cain, ne, ihr habt es ja gemerkt, logischerweise, weil wir ja keine Vertonung haben, ist das hier Zusatz der Erweiterungsmod. Wie gesagt, ich hoffe ja inständig darauf, dass wir richtig viel Nebenquest-Stuff in den späteren Kapiteln noch vor uns haben werden. Da hätte ich nämlich mega Bock drauf, weil wie gesagt, gegen Ende wird es so ein bisschen dünn irgendwie vom Umfang. Und ich hoffe, dass sie da entschieden entgegenwirken konnten. Aber es kann auch sein, dass es gar nicht Ziel der Erweiterungsmod war. Deswegen, es wird sich herausstellen, ne? Was kann ich so viel labern, wie ich will. Ich werde trotzdem nichts dran ändern können. Also, vorgenommen, wir haben den Shit dabei. Ich habe den Heiltrank für Iberion. Ich glaube kaum, dass sie daran was ändern wird. Ach, überlebt er jetzt? Können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. In der Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Was kramst du auf dem Boden rum? Der Quatsch von der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Das Ende der Schläfer. Ich sah ihn. Wer? Du bist es? Gut, hör mir zu. Du darfst den Schläfer nicht wecken. Die Wassermagier.
Aber was ist mit den Wassermagiern? Wenn du meinst... Du musst zu den Wassermagiern gehen. Sie werden es schaffen, hier rauszukommen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Der Schläfer, ich sah ihn, er ist ein Dämon. Wenn du die Barriere noch immer vernichten willst, geh zum neuen Lager. Berichte ihnen vom Fokus. Sag ihnen... Man muss eben aufpassen, dass man rummacht. Sag ihnen, dass wir herausgefunden haben, wie sich die Foki aufladen lassen. Sie sollen die Barriere vernichten. Ihr müsst... Das Böse darf nicht erwachen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Ah, jetzt wird es langsam auch angenehm. Eine kurze Frage. Wie kommt der in den Besitz von Kor-Kaloms Schlüssel? Ich hinterfrag's nicht. Ich meine nur, dass das an seinem anmutigen Bilde ein wenig am Image kratzt. Der große, rechtschaffene Templer-Anführer klaut Schlüssel? Das hätte ich so nicht erwartet, ne? Das ist nur ganz kurz am Rande erwähnt. Und wir haben keinen Kapitelwechsel. Wir haben erst noch den Ausbruchsplan des neuen Lagers. Ich werde mich ins neue Lager begeben, bla bla bla, Kor-Kalom-Schlüssel und so weiter und so fort. Und da kriegen wir dann auch die Quest, dass wir die anderen Foki sammeln sollen. Interessanterweise haben wir hier allerdings den Zusatz, dass Iberion kurz mit uns spricht und uns quasi einweiht, dass hinter dem Schläfer ein Monstrum sich versteckt. Waren das die Kisten hier? Ja, Fokus von der Meeresklippe. Almanach. Haben wir dabei, zeigen wir Satoras, der wird sich freuen. Hier ist nichts mehr. Ansonsten gibt es hier keine Truhe. Der. Hey du. Ist er jetzt sauer auf uns, dass wir hier Kor-Kaloms Kram geklaut haben, oder ist der. Nö, interessiert ihn gar nicht. Sollst du die Alchemie beibringen? Nein, kannst du nicht. Genau, er würde dich umbringen. Der ist sowieso weg. Ist egal, okay. So, damit haben wir jetzt. Moment, wo ist er? Den schönen Teleport zum Sumpflager. Und hoffen jetzt mal, dass wir dann auch den zum neuen Lager bekommen werden und zum alten Lager. Ansonsten, wie gesagt, kein Kapitelwechsel. Heißt, Moment, wenn ich schon hier gerade rumdaddel, gehe ich mal ganz kurz zur Schmiede, vielleicht können wir ein bisschen Geld machen. Gehe ich mal bei Fortuno vorbeigucken, ansonsten marschieren wir erstmal in Richtung altes Lager, gucken, dass wir die Nebenquests beenden können, gegebenenfalls neue Nebenquests oder andere Quests annehmen. Hey du. Dann schauen wir mal weiter. Ich will mit dir. Gut. Und nein, er hat kein Erz, er hat nur ein paar Waffen. Die Hälfte davon wahrscheinlich von uns. Und ganz viel Munition. Wie sind denn eigentlich unser Munitionsstand? Was sagt denn der? Vielleicht können wir ja hier ein bisschen aufrüsten. Ich meine, ich benutze. Ja, gut, nee, wir haben genug. Und ich benutze den Fernkampf sowieso fast nie. Insofern können wir das ignorieren. Wir haben 35 Lernpunkte zurzeit. Sind Stufe 16. Und ich bin am Überlegen. Also im Taschendiebstahl sind wir ausgebildet. Das könnten wir natürlich noch meistern. Magie können wir nicht. Schleichen können wir. Alchemie, Schmieden, Akrobatik wären natürlich ganz nett. Aber auf der anderen Seite brauchen wir Schmieden unbedingt.
Ein bisschen Geschicklichkeit wäre ganz. Ja, aber auf der anderen Seite. Also eigentlich müssen wir nichts mehr in Stärke investieren. Also außer es ändert sich wirklich jetzt im Endgame noch einiges. Was das standardmäßige Wertesystem angeht, ansonsten können wir ja weiterhin alles gut niederknüppeln. Ich will nur gleich mal was probieren. Ich will was. Na gut, er hat zwar nicht viel Erz, aber besser als gar nichts. Hat er vielleicht brauchbare Schriftrollen? Nee, hat er nicht. Können ja genug, haben ja genug Handelsware. Du kriegst von uns das hier. Und herrje, was können wir denn noch mitgeben? Zwei grüne Novizen kommen in einen Erzbrocken, kriegst du geschenkt. Bin heute gut drauf. Abholen können wir bei dem nichts mehr, ne? Nur wenn wir noch nicht einer Fraktion uns angeschlossen haben. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob das mit dem guten alten Dingen funktioniert, mit dem guten alten Taschendiebstahl. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht in der Praxis groß ausprobiert. Ach, Subkraut. Sowas war auch. So, gucken wir mal. Fortuno ist konzentriert. Der hat gar nicht, der findet jetzt gar nicht die Möglichkeit oder die Nerven, sich umzudrehen. Du brauchst wohl dringend was hinter die Ohren. Okay, also er bemerkt es relativ schnell. Aber wir sind ja auch noch nicht, haben es ja noch nicht gemeistert, wir sind nur ausgebildet. Das heißt, wir haben eine 50%ige Chance jedes Mal, dass es fehlschlägt. Nur um das nochmal in der Praxis hier nochmal zu demonstrieren. Ich will es sogar nochmal versuchen. Also wir haben hier alle Zeit der Welt. Wir können nur gegebenenfalls entdeckt werden, jedes Mal, wenn wir hier was mitnehmen wollen. Und wir können, ganz kurz, auch nur einzeln klauen. Ja, das heißt, wir können hier nicht einfach 70 Stängel mitnehmen. Früher, also ich weiß gar nicht, es kann auch sein, also was heißt früher, beim Standardspiel beziehungsweise, vielleicht ist es auch der Fall, wenn wir es dann meistern, da ist es dann so, dass man einfach das gesamte Händlerinventar ausräumen kann. Also, wenn ihr Gothic 1 exploiten wollt in Bezug auf materielle Gegenstände und Co., dann Taschendiebstahl meistern und ab die Post. Da hält euch dann niemand auf. Also Kor Kalum und Belegschaft sind jetzt schon losgezogen, ihr wisst genau wohin. Falls ihr es nicht wisst, sage ich es euch auch nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal wieder zurück ins alte Lager marschieren und dort dann schauen, ob sich was getan hat, ob es was Neues gibt, wer was erledigen kann. Hey du. Oder ob wir zumindest mal die Quest abgeben können. Ich meine, wir könnten Raven ja auch Bescheid geben, wie die Sachlage hier momentan. Also vielleicht können wir berichten, wie es aussieht. Mich würde auch interessieren, ob wir an einem gewissen Überfall, der später im Spiel noch stattfinden wird, teilnehmen können. Oder nicht. Ich finde es allerdings generell schön. Also es kann ja sein, dass wir dass wir überlaufen werden. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, ne? Aber es kann ja sein, dass wir nicht im alten Lager bleiben. Und da würde mich interessieren, wie das Ganze dann abläuft. Oder ob wir vielleicht beim alten Lager bleiben können. Hier ist übrigens ein Moldred gespawnt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob kapitelbedingt oder anderweitig. Auf jeden Fall war hier ein Moldred. Wenn ich jetzt hier so ein Moldred sehe, da habe ich eigentlich schon wieder das Verlangen, alle Wälder abzuklappern. Aber das ist, ich sag mal, sehr, sehr zeitintensiv. Ich muss mich auch die ganze Zeit räuspern. Dafür mute ich mich, damit ich nicht ins Ohr schreie. Ganz schön belegter Hals heute. Aber ja, die Sache mit den, wenn ich irgendwo Gegner sehe, da habe ich immer das Verlangen, mich direkt wieder in den Wald zu rennen, um zu gucken, ob irgendwas atmet, um es tot zu schlagen, weil ich einfach das Leben an sich verachte. Nee, natürlich nicht, aber ja, EP-mäßig kann man da dann nochmal gut aufräumen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind jetzt Stufe 16, das könnte man schon als overleveled einordnen. Wobei, das lässt sich bei Gothic 1 ein bisschen schwerer feststellen als bei Gothic 2.
weil bei Gothic 2 die Auswahl ein bisschen größer ist und vor allem auch der Prozess ein bisschen, ich sag mal, ausgedehnter stattfindet, ne? Gerade mit dem Lernen bis 200 Stärke, auch in Bezug zur Waffenwahl. Also ich glaube, wir können über 100 Stärke auch in Gothic 1 bekommen, mit dem Unterschied, dass wir einfach nur die besten, also die beste Waffe benötigt 100 Stärke. Punkt aus. Außer die Welt der Verurteilten hat da, wie gesagt, was hinzugefügt, was ich jetzt noch nicht beurteilen kann. Aber normalerweise ist bei 100 Tuck. Und dasselbiges gilt natürlich auch für Geschicklichkeit und die Fernkampfwaffen. Und bei Gothic 2 ist eben dieser Prozess, sage ich mal, verdoppelt. Ne? Also bis 200 Stärke, bis 200 Geschick ist alles drin. Auch was Waffenwahl angeht. Und ich habe halt irgendwie mittlerweile das Gefühl, dass wir, wie gesagt, bei Stärke schon gar nichts mehr investieren müssen, weil wir schon am Ende angelangt sind. Vielleicht nicht ganz am Ende, aber auf jeden Fall sind wir schon gut dabei. So, wieder in der Heimat angekommen, will ich hier mal noch ein bisschen mich durch die Gegend quatschen. Vielleicht gibt es ja bei Fisk Dexter irgendwie was Neues im Angebot. Ich glaube es zwar eigentlich nicht, aber wir werden es ja dann sehen. Hatte ich schon erwähnt, hey, dass die hier die Rüstung bei Kapitelwechsel ändern? Ich glaube schon, ne? Zeig mir dann. Ich habe hier nur den. Also Dexter hat normalerweise nur eine Schattenrobe. Kluft. Keine Schattenrüstung. Jetzt hat er allerdings eine Schattenrüstung und traurigerweise kaum Erzbrocken dabei. Wir könnten natürlich ein bisschen, ihr wisst ja, es ist ja nicht von Erz alleine abhängig. Wir können ja auch einfach Tauschhandel hier vollziehen, allerdings bin ich nur interessiert an Stärke- und Geschicklichkeitstränken, beziehungsweise generell Perm-Tränken und nicht an normalen, weil da ist der Vorrat noch gut gedeckt. Deswegen, Dexter, lass mich in Ruhe, geh fort! Hat Baal Pavers schon mitbekommen, dass sein geistiger Anführer? Nein? Okay. Hey du. Na, dann soll es mir auch egal sein. Für Gomez. So, ja, da Fisk wahrscheinlich auch nichts Neues. Woher auch? Da müssen wir halt auf den nächsten Kapitelwechsel hoffen. Ne, der hat kein Geld dabei. Und ich meine, das Einzige, was natürlich ein bisschen knifflig ist, ist die Sache mit den Rüstungen. Aber auch da haben wir eigentlich zurzeit wenig Bedenken. Wir tragen eine verbesserte, schwere Garderüstung. Also insofern, was soll's? Na, du kannst nach wie vor auf. Das heißt ja, auf mich zählen. Klar, ich habe eine dickere Rüstung als du. Meine schwere Garderüstung ist verbessert. Du, Jakob, geh mir aus dem Weg. Das ist jetzt mein Viertel hier. Guck nicht so blöd. Das kriegst du aufs Maul. Wie gesagt, ich habe ja gelesen, dass es später noch Quests gibt. Ich hoffe, das kommt jetzt mal bald. Dass wir Buddler ausbeuten dürfen. Das wäre ziemlich witzig. Ich habe nur keine Ahnung, wo man diese Quests startet oder ob man die mehrmals machen kann. Das sind so Sachen, die würden mich echt interessieren. So, da vorne ist unser allerbester Freund. Für Gomez. Der mich allerdings nicht mehr belästigt, weil wir sind ja auch Gardist. Das scheint er ja mittlerweile akzeptiert zu haben. Mal gucken, ob wir Diego was Neues erzählen können. Also Grimm, ganz kurz. Haben wir es nicht schon erklärt? Du bist Schatten? Ja, ich wurde vor kurzem aufgenommen. Das ist ein echt gutes Leben, das man als einer von Gomez Leuten hat hier. Können wir nichts Besseres vorstellen. Das können wir, haben wir schon mal, ne? Das kann man eben immer, ja genau, das kann man eben immer wieder fragen oder ihn darauf ansprechen. Wir können Grimm, wie auch Matt, wie auch, wie heißt der? Chad, der Typ ganz hinten im Sumpf, fällt gerade der Name nicht mehr ein. Mit denen kann man als Begleiter mitnehmen, habe ich glaube schon mal erwähnt. Dann kann man da so ein paar versteckte Dialoge noch triggern, wenn man zum Beispiel mit Grimm zum neuen Lager läuft. Oder mit dem anderen Kerl oder mit Matt halt, aber wie gesagt, ich glaube, das brauche ich nicht zu demonstrieren. Also nur deswegen nochmal durch die Welt zu rennen, wäre ein bisschen makaber. So, wir holen nochmal 43 EP ab für die Münzen. Mach's gut. Das war keinen eigentlichen Mehrwert, aber was soll's. Ich werde in der nächsten Folge, glaube ich, erstmal zu Fingers, um zu schauen, ob der uns Taschendiebstahl Meister beibringen kann. Und danach gehen wir zu Raven, beziehungsweise in die Burg,
auch zu Scar wegen der Nebenquest. Hoffentlich können wir da noch ein bisschen was dann erfahren. Es ist so seltsam, dass die beiden Dialogoptionen immer noch vorhanden sind. Kannst du mich treten? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Ich kann es gerade nicht überspringen. So, okay. Also, der kann dasselbe wie Diego, das bringt uns nichts. Ich glaube, die haben auch beide keinen Cap. Also, ich glaube nicht, dass Diego ab 60 aufhört. Und dann müssen wir zu Torus. Wir können einfach bei beiden trainieren. Ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Ja, das hat uns schon viel gekostet, ne? Zu demonstrieren hier mit den Rüstungen und die dann zu verbessern, weil wozu soll ich die verbessern, wenn ich sowieso die dicke Rüstung besitze und dann nochmal verbessere? Aber der Punkt ist, ich bin ein Fan von Waffen und Rüstung und ich muss dann halt auch alle haben und die muss ich dann auch allen zeigen, ne? Ist halt einfach, muss sein. Muss sein, also Waffen renne ich jetzt nicht durch die Läden und kaufe mir alle, aber bei Rüstung schon, weil Rüstung ist so eine besondere Stellung einnehmen in Gothic, ne? Das ist halt einfach so. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Gehen dann erst zu Fingers, dann in die Burg und darauf folgend dann Richtung neues Lager. Bis dahin, tschüss.